Warum hast du einen Baseballschläger im Kofferraum? Hier in der Gegend weiß man nie. Was für ein Scheiß hier, der? Her mit der Kamera! Weg hier! Bitte, gehen Sie wieder rein. Ist jemand gestorben? Ich hab's gesehen. Die ermordete Frau wohnte unter mir. Ich hab ne Idee. Wir checken mal ihre Wohnung. Scheiße. Hier ist überall Blut. Katie und Christy. Was ist das? Irgend so ein Kram mit schwarzer Magie. Hey. Sie hat Fotos von dir. Warum hat sie Fotos von dir? Alter, ich hab die verrücktesten Träume. Guck mal. Was ist das? Sieht aus wie ein Biss oder sowas. Ich hab so ein blödes Gefühl. Als würde ich dauernd beobachtet. Kennt ihr das? Hast du Kleingeld? Klar hab ich das. Nicht die Kamera auf sie richten. Was läuft? Was geht ab, Mann? Hey! Hier mit dem Rucksack, du Arsch! Scheiß! Auf! Aufhören! Scheiße! Jesse, komm hoch! Was war das denn? Wie hast du das gemacht? Ich weiß es doch nicht. Ich erinnere mich an überhaupt nichts. Jesse? Was hat er denn? Kein Zeitgefühl mehr. Scheiße, was passiert mit mir? Das ist Katie und das ist Christy, meine Stiefmutter. Sie waren beide besessen, erst Christy, dann Katie. Wer das Zeichen trägt, wird zu ihrem Opfer. Was passiert jetzt mit ihm? Er wird nie mehr Jesse sein. Oh Mann. Ja, komm, wir müssen hier raus. Die Tür geht nicht wir auf. Wir müssen raus. Keine geht auf. Oh Gott. Wir kommen hier nicht raus. Wo ist er hin? Oh mein Gott! Padre nuestro, que estás en el cielo. Sie sagt ihm, dass Jesse von einem Geist besessen ist und dass er uns helfen soll. Hágase tu voluntad. Jesse! Ave María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todos. Er wartet auf